Das Produkt, was mir am meisten empfohlen wurde, wo ich auch immer wieder irgendwas drüber gelesen habe, ist der Duschbrocken. Ich wollte den schon ganz lange mal testen und bevor sie noch bei der Höhle der Löwen gewonnen hatten, war die Produktion so klein und die Nachfrage so riesig, dass du eine ellenlange Wartezeit hattest und ich hatte da nie Lust drauf. Jetzt gab es dieses Produkt mal ausnahmsweise im Laden bei Rossmann und ich habe es sofort mitgenommen. Und welche Erfahrungen ich mit dem Duschbrocken gemacht habe, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal, die kleine Coco. Heute stelle ich dir den Duschbrocken vor. Meiner sieht jetzt nicht mehr so zauberhaft aus, wie er am Anfang ausgesehen hat, weil ich ihn eben etliche Male jetzt auch schon verwendet habe. Ich habe den Kokosduschbrocken. Und kleine Geschichte im Voraus, ich wollte das Ding schon, glaube ich, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren mal testen. Und als die noch nicht bei der Höhle der Löwen drangenommen wurden, also du, Höhle der Löwen läuft ja immer so ab, dass du dein Produkt vorschlägst und die Investoren dann sagen, ah, das nehme ich oder das nehme ich nicht. Und sie hatten ja dann das Glück, dass sie genommen wurden. Und dass es dann eben für die breite Masse dann einfach auch ein bisschen besser zu bekommen war. Und kurz danach gab es den Duschbrocken bei Rossmann im Laden. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Du kriegst ihn bei Rossmann, aber auch bei DM nur online. Ist schade, aber man kann sich, glaube ich, die Produkte auch in den Laden schicken lassen, was auch geschickt ist. Wenn du eh einkaufen gehst, kannst du das ja so machen und musst kein Porto zahlen. Und ich habe mir die Variante dann ohne Dose geholt. Ist in Ordnung. So eine Dose ist halt schon auch geschickt, aber ich wollte jetzt halt auch nicht noch eine weitere Dose hier rumliegen haben, da ich so eine Seifenschale habe und da passt ja unwahrscheinlich gut rein. Ich sag dir jetzt mal meinen, der hat natürlich an Form verloren. Die Verpackung ist ganz nett. Also ich fand die Verpackung unwahrscheinlich einladend. Da lag er nämlich drin und hast aufgemacht und hast so diesen Ha-Effekt gehabt. Hier ist alles aus Pappe, was gar nicht übel ist. Und ich habe den jetzt schon einige Male verwendet. Ich finde die Form des Duschbrockens ungewöhnlich und auch ein bisschen ungeschickt. Man sieht auch gleich, was ich damit meine. Und das sage ich auch immer bei meinen festen Shampoos, die ich vorstelle. Wenn du in die Situation kommst, dass du einfach nur noch so ein Blättchen in der Hand hast, klar, du kannst ein Seifensäckchen verwenden, das auf jeden Fall, aber es ist einfach immer ein bisschen geschickter, die Form an sich zu verbrauchen, also einfach auch mal von der Seite was wegzunehmen oder so. Und beim Duschen ist mir das schon so ein bisschen schwer gefallen. Ja. Haare waschen ist kein Problem, aber beim Duschen hält man sich halt nicht irgendwie an eine Seite, also dementsprechend verbraucht sich dann auch die größere Seite unwahrscheinlich schnell und du hast halt irgendwann nur noch so ein Plättchen. Ich habe die Variante mit Kokosnuss und bin davon ausgegangen, dass diese helle Variante die Variante ist, die vielleicht milder formuliert ist, also sprich Duftstoffen etc. Es gibt drei Varianten. Es gibt einmal die blaue Variante, es gibt eine orangene Variante und es gibt die weiße. Die blaue und die weiße sind für Allergiker vielleicht nicht ganz so toll, wenn man auf Duftstoffe reagiert. Da hat es nämlich deklarationspflichtige Duftstoffe drin. In der orangenen Variante tatsächlich nicht. Also das ist milder formuliert. Vielleicht probierst du es mal mit der orangen Variante. Ich liebe den Duschbrocken tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem so gut zurechtkomme. Vor allem wurde der mir auch immer wieder empfohlen bezüglich meiner Locken. Weil ich habe so Problemhaare und da habe ich immer wieder von Zuschauern, aber auch auf Facebook die Empfehlung bekommen, probier mal den, weil der mild formuliert ist. Das Ding bei Locken ist ja immer, du sollst ein Shampoo verwenden, was mild formuliert ist, dass eben deine Locken auch springen können. Dieses Ding Duschbrocken, also Dusche und Shampoo, ist natürlich so ein bisschen Marketing. Weil sind wir mal ehrlich, du kannst jedes feste Shampoo auch natürlich zum Duschen verwenden. Wenn du ein bisschen darauf achtest, welche Sulfate oder welche Tenside enthalten sind, hier ist ein mildes Tensid enthalten, dann funktioniert das ganz gut auch für den Rest des Körpers. Also bei Sodium-Laurylsulfat sollte man nach Möglichkeiten schon ein bisschen aufpassen, wenn man das auch für den Rest des Körpers verwendet, das ist dann natürlich nicht ganz so mild.
Ich würde den, wie schon gesagt, jetzt nicht im Gesicht anwenden, weil er einfach beduftet ist. Wäre es ein bisschen weniger beduftet oder überhaupt nicht beduftet, wäre es natürlich eine tolle Sache. Es ist immer schade, solche Menschen, die eben darauf achten, dass sie eben duftstofffreie Kosmetik verwenden, werden halt immer außen vor genommen. Wobei wir ja inzwischen genau wissen, dass Duftstoffe in der Kosmetik und gerade im Bereich Gesicht nicht ganz so toll ist. Also wenn man so ein 2-in-1 Produkt sich kaufen möchte, dann möchte man nach Möglichkeiten eben auch das Gesicht damit waschen. Würde ich mit dem Produkt nicht machen, höchstwahrscheinlich halt mit dem Orangenen, weil der ist halt milder parfümiert. Ich bin jemand, ich liebe Schaum. Also du kannst dich vielleicht noch an das letzte Duschprodukt erinnern, was ich vorgestellt habe, verlinke ich mal unter dem i. Und da war es so, das hat nicht richtig geschäumt, also hat es mich nicht irgendwie happy gemacht. Ich liebe Schaum, Schaum hat aber nichts damit zu tun, ob ein Produkt reinigt oder nicht. Also das ist so eine eigene Sache von mir. Der schäumt tatsächlich und reinigt unwahrscheinlich gut auf dem Kopf. Ich hätte es nicht gedacht. Haare waschen mäßig bin ich jetzt zweimal dazu gekommen, also mir war das zweite Mal wirklich wichtig, dass ich da einfach nochmal ausprobiert, wie wirkt sich die ganze Geschichte jetzt auf meine Kopfhaut aus. Die Reinigungswirkung auf, also in den Haaren finde ich jetzt, wenn ich das in Prozente ausdrücken sollte, so 85%. Ich selber verwende Heilerde und gucke natürlich immer, dass die Heilerde beim nächsten Waschen wieder komplett draußen ist. Und das habe ich mit dem hier nicht so hundertprozentig geschafft. War aber trotzdem in Ordnung. Es ist halt ein wunderbares Produkt, wenn du eben Locken hast und eben noch kein mildes Shampoo weißt, der funktioniert, weil er eben auch auf dem Kopf unwahrscheinlich schäumt und da eben auch Leute Probleme haben, wenn ein Produkt nicht schäumt, dass sie denken, reinigt das jetzt nicht? Oder mir ging es früher auch so. Der Duschbrocken kostet ohne Aludose 7,99 Euro, mit Aludose 9,99 Euro. Und ich werde euch am besten jetzt mal die Inhaltsstoffe einblenden, weil das sind nicht unwahrscheinlich viele. Solche Produkte sind mir natürlich immer am allerliebsten. Nichtsdestotrotz, falls der Hersteller jetzt dieses Video anguckt, wäre es wunderbar, wenn ihr noch eine Variante rausbringt, die einfach noch gar nichts riecht. Ja, dass man die auch wirklich tatsächlich von Kopf bis Fuß anwenden kann. Weil Duftstoffallergiker gibt es immer mehr und man kann sich einfach mit Duftstoffen eine Allergie anzüchten. Und das Produkt würde bei sehr vielen Leuten noch mehr in den Vordergrund rücken, wenn es halt unbeduftet ist. Gerade auf der Kopfhaut ist das auch eine wunderbare Sache. Ich selbst habe die Pille abgesetzt und habe unwahrscheinlich fettige Haare. Unwahrscheinlich. Und Duftstoffe triggern halt die Haut auch. Und wenn man da dann ein Produkt hat, das dann komplett unbeduftet ist, wäre das halt eine unwahrscheinlich tolle Sache. Ein bisschen was zu meiner Haut. Ich habe jetzt nicht so die allertrockenste Haut und bei manchen Produkten war es mir schon so, dass ich das Gefühl hatte, es trocknet ein bisschen aus. Das habe ich bei dem einfach nicht. Also es ist schon so eine leicht rückfettende Geschichte, was eigentlich ganz toll ist. Was euch unwahrscheinlich wichtig ist immer wieder, wie stark riecht das Produkt. Und ich finde nicht, dass der Duschbrocken unwahrscheinlich stark riecht. Man hat immer noch die Möglichkeit, das kann ich euch einfach empfehlen, durch das, dass es einfach eine sehr schöne Verpackung ist. Macht die Verpackung auf, bevor ihr die ganze Sache verwendet und lasst das Produkt ein bisschen ausriechen. Ne? Also, dass das Produkt einfach ein bisschen Duftstoffe abgibt, dass es nicht mehr ganz so stark riecht, das ist dann eine tolle Variante. Weil ich finde die Box einfach echt schön. Ne? Also, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass der Duft des Produkts noch irgendwie auf meiner Haut abgeblieben ist, das irgendwie auch nicht. Ne? Ich kann natürlich für die anderen zwei nicht sprechen, weil ich habe nur den weißen getestet. Würde ich das Produkt nochmals nachkaufen? Ja. Aber durch das, dass ich halt unwahrscheinlich viel in dem Bereich teste, komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr dazu, dieses Produkt zu testen. Und auch wenn du mal die Erfahrung machst, irgendwie mit einem festen Shampoo, dass du da auf dem Kopf nicht so gut damit klarkommst, verwende es für den Körper. Ich kann es dir einfach nur immer wieder sagen. Verwende es einfach für den Körper. Hast du Erfahrungen mit dem Duschbrocken? Schreib die gerne unten in die Kommentare. Wenn die von meinen Erfahrungen abweichen,
ab in die Kommentare. Ist immer gut für meine Zuschauer, dass sie einfach unterschiedliche Meinungen auch sehen. Ne? Nicht jeder ist gleich. Einfach auch ein bisschen was über deine Haut selber sagen, wenn du Erfahrungen mit dem Produkt gemacht hast. Für die Haare ist es halt echt eine tolle Sache. Wenn du Locken hast, probier das Produkt einfach mal aus, wenn du noch nicht so die perfekte Haarpflege gefunden hast. Weil Locken sind aber schon eine schwierige Sache. Ne? Also ich bin dem Thema immer gerne aus dem Weg gegangen. Mit dem hier funktioniert das Haarewaschen bezüglich Locken und so ganz gut. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Hast du Erfahrungen mit dem Produkt? Ab in die Kommentare. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.